Jetzt habe ich Fat Rolling. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ja. Halt die Klappe jetzt und lass mich in meinen Inventar gucken. Danke. Warum hat er mir eben bei der Belastung was Falsches angezeigt? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, das ist nicht so schlimm. Das ist jetzt nicht so schlimm. Dann nehme ich nämlich Vengals Rüstung. Die ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja. Aber ist leichter. Oder leicht, leicht ist bei den Bossen, die wir jetzt vor der Brust haben, auf jeden Fall gut. Bitte was? Leicht ist bei den Bossen, die wir jetzt vor der Brust haben, auf jeden Fall gut. Nochmal was? Leicht. Leicht zu sein. Eine leichte Rüstung. Ach so, ja. Das ist bei den Bossen, die wir jetzt vor der Brust haben, auf jeden Fall. Ach so, meinst du das? Ja, das auf jeden Fall. Du musst nur, wie heißt es im richtigen Moment? Oder ja, du musst halt wissen, wann du rollen musst. Ja. Wenn du das weißt, kannst du schon fast nichts mehr falsch machen. Wieso habe ich denn, wo habe ich denn Wenger als... Ach, hier. So. Dann habe ich das auch. Jetzt kann ich, glaube ich, auch das eine Schwert benutzen, oder? Das hier. Ja. Mal gucken. Was wollte ich jetzt noch sagen? Weißt du mal, was ich sagen wollte? Ach so. Ja, genau. Die Tante, weiß ich jetzt, wo die hängt? Ja, genau, was ich sagen wollte. In Dark Souls 1 gab es so einen Ring. Wenn du den angelegt hast, hat er dein Rollverhalten verändert, wenn du unter noch einen geringeren Prozentsatz gekommen bist. Ich weiß gar nicht, ob es den in Dark Souls 2 auch gibt. Der war eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Weil da warst du so schnell im Rollen und bist so durch die Gegend gerollt halt. Man möchte es ja kaum glauben. Ja, ich glaube, den gibt es hier nicht. Warte mal. Schade. Verstehst du eigentlich diesen Ring mit dem leeren Gefäß? Checkst du den? Wie heißt der? Der heißt... Ich hab den da irgendwo. Hä? Weg. Ring mit einem leeren Gefäß? Ich hatte den doch, oder nicht? Hab ich das behindert? Ich weiß nicht, was für Phantome du da gesehen hast. Nein, den gibt es bei Schalke. Bist du da gerade noch in Majula? Nee, aber kann ich hinfahren. Ja, fahr hin. Schalke 04. Ja, bla 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 bla. So, der Ring heißt... Willst du mich total verarschen? Katzenring. Nein. Ring des Brabbels. Nein, sie hat ihn nicht. Aber den hat... Oh Gott, das ist schon wieder ätzend. Oh, jetzt reise ich einfach umsonst nach Majula. Ja, tust du. Achso, der wird hier bei diesem komischen, schwatten Typen da in dem Gefängnisturm wieder verkauft. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich den gehabt habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte den noch auf. Kannst du mal erzählen, was du willst. Meinst du hier bei dem Straight, wo du auch die Boss-Seelen verwenden kannst, oder? Genau, genau. Ja, dann. Ich. Ab dahin! Ja, reiß da mal hin, ich komme sofort hinterher. Oh, ja, den Majula will ich eigentlich nichts mehr, ne? Ja, was ist denn jetzt mit der einen, die ganzen Zauber verkauft? Hast du die jetzt irgendwo mal? Ja, die habe ich jetzt gefunden. Da renne ich jetzt einfach mal eben hin. Wo ist die denn? Das ist, wenn du jetzt in Majula bist, Richtung von Schalke läufst, aber vor Schalke dann in diesem Gang da in dem Felsen runterläufst. Ach da. Und da sitzt sie, glaube ich, unten dann in diesem Rondell, was du damals mal gedreht hast. Also gar nicht so weit weg von ihrem ursprünglichen Ort. Ne, hier steht sie. Das geborstene Auge rührt sich?
Was hat sie denn für Krämpfe? Nein, wenn ich hier runterrenne, kann ich, das gab es in Dark Souls 1, ich weiß nicht, ob du das so weit gespielt hast. Stimmt nicht. Nee, das war in Anor Londo. Achso, dann könnte ich soweit sein. Wenn du in die Halle gekommen bist, der schwarze Augapfel, mit dem konntest du dann den Typen bekämpfen, der beim Feuerbrandschrein die Feuerhüterin getötet hat. Achso. Welcher Augapfel? Ob ich dieses... Ach, der hier, nee. Versteinertes Etwas. Geborsten Auge überfällt die Welt eines Verräters. Okay. Kann ich hier mein Zeichen legen? Schade. Das wäre doch geil gewesen, hätte ich dich jetzt hier rufen können. Aber wer ist denn der Verräter in diesem Spiel? Das wüsste ich jetzt gerade gar nicht. Du. Ja, oh. Jetzt hätte gerade fast erstmal harten Abgang gemacht. Offener Ring meinst du? Absorbiert Seelen anstelle des Trägers. Genau. Ein Ring, ein offenes Gefäß angebracht ist. Absorbiert unersättliche Seelen anstelle des Trägers, der davon nicht einmal ahnt. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was das heißt. Weil ich glaube, das hat was mit Online-Matchmaking auch zu tun. Das heißt, du kannst, anstatt dass du die Seelen dann in deinem Inventar hast, weil manchmal ist es ja auch so, dadurch, dass du, wenn du mehr Seelen hast oder so, dass du dann auch mehr Schaden machst oder so. Bin mir nicht gerade ganz sicher. So, dass du dann halt so ein gewisses Kontingent an Seelen in diesem Ring eben speicherst, weil die gehen dir ja nicht verloren. Du kannst sie zwar auch nicht benutzen, aber sie helfen dir eben bei diesem Online-Matchmaking auf irgendeine Art und Weise weiter. Soll ich mir den einfach mal holen? Ja, und dann? Weiß ich nicht. Warte, ich kann ja mal kurz versuchen zu übersetzen, was hier in dem Wiki über diesen Ring steht. Dieser Ring wird halt alle Seelen verschlingen, die du bekommst. Ach so, nee, dann nicht. Nicht nur Seelen, die du halt durch Online-Spielen bekommst. Synapses, this ring is main intention. Achso, genau. Die Hauptaufgabe ist. Ja, ihr Soul Memory für das Online-Matchmaking besser zu handeln. Seelen cannot be consumed. Die können halt nicht darüber wieder rausgeholt werden, um consumed zu werden. Straight will not sell the ring unless you have a soul memory of at least 30,000. Ich, ja, so ganz genau. Ich benutze jetzt mal den geborstenen Augapfel. Oh. Ja, das heißt, ich werde jetzt irgendwie einen NPC facen, aber den muss ich wahrscheinlich eh alleine facen. Du kannst das selber ja auch mal machen. Du musst nur zu Majula rennen. Na, zu Majula, genau. Nach Majula und dann zu der Tante. Und wenn du dann unten in dem Raum bist, dann sagt er schon, hier, der Augapfel rührt sich. Ah! Soll ich doch lieber nicht machen? Na, ich sag dir mal nicht, was passiert. Oh Gott, jetzt bin ich nervös. Alter Vater. Da ist das geborstene Auge, rührt sich. Ja, genau. Und jetzt gehst du... Das ist ganz weit unten in deinen Items. Ach, du bist eine blöde Kuh, bist du. Okay. PvP. Geborstene rote Augapfel. Nein, nicht der... Ein anderer ist das. Oh, leck mich doch! Du bist eine blöde Kuh! Ach, geborstene Augapfel. Benutzen. Okay, bin mal gespannt. Die heilt sich die ganze Zeit. Okay. Scheiß Dreck! Okay. Puh, die hat mich geschaut. Ja, ja, eben, das ist die Tante, ne? Ja. Scheißen Dreck, ey. Von wegen, die kann nix.
Zirkelt also die ganze Zeit um. Die heilt sich, ist das eine blöde Kuh. Fotze! Aber weißt du, was das Bescheuerte ist? Wenn wir die jetzt töten, ne? Dann können wir bei der wahrscheinlich nichts mehr einkaufen. Ich renne die ganze Zeit im Kreis mit ihr. So eine blöde Kuh bist du. Macht mega viel Schaden. Also, nein, Quatsch. Oh, Mann! Oh, ich hatte sie fast. Die heilt sich immer, ne? Ja. Ich hatte sie wirklich nur einen Finger breit, ne? Also, das Finger breit. Ein Schlag. Jetzt hat sie sich wieder geheilt. Oh, das ist eine Tante. So, erstmal gebackstabbt. So. Tot. Ja. Rotunde. Ich lese es mal nicht vor. Nee. Fuck, haben wir jetzt Geld? Mann. Das dauert und dauert. Oh, warum heult ihr sich denn die ganze Zeit? Ey, das ist eine blöde Kuh, ist das. Sondersklar. Mann! Ich will jetzt auch wegstabben. Jo, sie ist weg. Ernsthaft? Ja, sie ist weg. Scheiße. Oh, backstab. Bam, Junge! Oh, was ein Schaden, nämlich gar keiner. Okay, nee, nach zum Jägerheim möchte ich jetzt nicht. Vorsicht vor Frau. Oh. Oh, echt. Wahnsinn, was ein Kampf, ey. Oder soll ich mich jetzt einfach von dir töten lassen? Weil dann ist sie bei mir wenigstens noch da. Kann ich wieder. Nein, ich kann mit meinem. Mit meinem, sag schon, mit meinem Ding nicht abhauen. Mit meinem Kristall. Tja. Aber du hast ja hier angegriffen, von daher. Gut, ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn man, Oh, die will mich mit ihrem Scheißding hauen. Anders gesagt, sie haut mich. Die hält sich die ganze motherfucking Zeit bei mir. Motherfucking so. Schon wieder. Oh Gott, ich bin so nie klein. Das ist peinlich. Ja, es ist echt. Pff, halt die Klappe! So, jetzt aber. Das ist doch kein Backstep-Schaden, Mann. Aber so hat sich nicht wirklich gelohnt. Was denn jetzt? Sie zu töten? Und jetzt nutze ich nicht so den geilen Shit. Ich krieg die echt nicht tot. Das muss ich mal reinziehen. Ich kriege die echt nicht tot. Ich weiß nicht wie. So, jetzt letzte Chance. Vergifte sie jetzt und dann wechsle ich die Waffe. Die heilt sich nur! Jetzt bin ich eh gleich tot. Wenn ich das jetzt noch mache, ne, dann aber tiefsten Respekt vor mir selbst. Ja, okay, ich bin tot. Ja, es ist nicht ganz so dramatisch. Vielleicht ist sie jetzt ja nicht sauer auf mich. Wenn du Glück hast. Ja.
Aber das könnten wir ja dann kurz vorm Ende mal machen. Wenn wir den letzten Boss besiegt haben, reisen wir noch überall mal durch und machen alle NPCs klar. Muss ich gerade sagen, einfach alle NPCs klar machen. Alle Boss-Seelen verbraten, weil danach ist ja hier alles weg. So, ich bin jetzt wieder in Majula. Oh, ich hab dich den Scheiß tatsächlich jetzt meine scheiß Menschlichkeit verloren, oder wie? Oder war ich überhaupt menschlich? I don't know. Ja, war ich, sonst hätte ich dich ja nicht beschwören können eigentlich. Warte, sie steht jetzt da noch. Sie greift mich aber nicht an. Alles klar, sie greift mich nicht an. Okay. Lalala, dann lassen wir es noch so. Vielleicht will ich ja doch noch ein paar Sachen bei ihr kaufen, wegen der Trophäen halt. Na gut, dann würde ich sagen, beenden wir es für dieses jetzt. Und dann müssen wir uns echt fürs nächste Mal überlegen, wo wir jetzt noch so ein bisschen leveln gehen. Ja. Weil sonst wird das ein kurzes Vergnügen bei den ganzen Bossgegnern da werden. Am besten wäre es natürlich, wenn man dann noch einen dritten richtigen Spieler dazu holen könnte, der so ein bisschen Fernattacken hat. Ja, ne? So ein bisschen Glückssache dann immer da Leute zu finden. Ne? Aber naja, das sehen wir dann. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder in Dark Souls bei uns auf dem Channel mit Jendrik und mir. Mhm. Wir wünschen euch bis dahin viel Vergnügen mit allem, was ihr so macht. Und was ihr macht, macht es richtig. Und man sieht sich, macht gut. Bis dann. Jendrik sagt nicht Tschüss. Tschüss. Ich dachte, ich dürfte nicht mehr. Ja, doch, natürlich, klar. Wobei, hast recht, ich schneid's raus. Gut. So. Willst du mich nicht essen? Jetzt bist du eigentlich schon voll in der Aufnahme drin. Nein, will ich nicht. Ich bin ja ab hier in Majula das letzte Mal aufgehört. So, Leute, mitten jetzt in der Begrüßung, fangen wir jetzt einfach an. Hallo, Jendrik. Hi. Es geht weiter bei Dark Souls. Wir haben ein oder zwei Sessions, glaube ich, zwischendurch mal probiert. Ich hatte aber mega Internetprobleme. Ich habe schon wieder Angst davor, dass diese Lampe da hinten gleich wieder anfängt zu blinken. Aber ich werde davon eine Lösung haben. Ich werde meinen Internetanbieter kündigen und einfach das Internet meiner Eltern von nebenan mit benutzen. Schnorrer. Ja. Und ja, wir haben, genau, das jetzt, darum sind wir ein bisschen knapp dran jetzt. Wir haben jetzt, glaube ich, heute die Folge 163 released und ich habe nur bis 165, glaube ich, hochgeladen. Darum muss ich mich ein bisschen beeilen. Mhm. Wir sind ja letztes Mal, hatten wir ja massive Probleme mit den ganzen Bossen und so weiter und ich kam jetzt auf die glorreiche Idee. Wir spielen jetzt einfach erstmal so ein bisschen im Hauptspiel weiter. Das kann ich euch auch im Ladebildschirm sagen. Wir spielen im Hauptspiel weiter, denn der liebe Jendrik hat bereits ein Item. Der ist ja schon weiter in der Hauptstory. Der hat bereits ein Item, was ich auch brauche, um den absoluten finalen Finalboss der finalen Bosse im aktuellen Addon killen zu können. Beziehungsweise erstmal dahin zu kommen. Das heißt, ohne dieses Item könnte ich gar nicht den ultra coolen Boss machen. Ich meine, wir kommen noch nicht mal bis an den ersten Bossen vorbei, aber das zählt jetzt ja nicht. Das heißt, wir spielen jetzt einfach weiter, leveln dadurch hoch, kriegen das Item, können eventuell dadurch die anderen Bosse klar machen und kommen zum finalen Boss. Das heißt, Spaß pur ist angesagt. Jo, der Plan steht. So, ich bin im Schattenwald. Und sehr gut. Ich muss mich menschlich machen. Das hätte was. Ich bin menschlich. So, wo muss ich jetzt hin? Wenn du vom Bonfire rechts die Treppe hochgehst. Guck ich jetzt auf das Bonfire oder habe ich das Bonfire im Rücken? Aufs Bonfire guckst. Ja, dann rechts. Dann rechts die Treppe hoch. Ja. Dann halten Sie sich bitte rechts. Ups. Ja. Und ab in diesen nebligen Wald rein. Oh nein, da sind die unsichtbaren Gegner, der Sakat hier ist. Nein, da müssen wir nicht durch, da liegt nur mein Zeichen. Ich konnte es sonst nirgendwo anders hinlegen. Ach so. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Siehst du's? Nein, noch nicht, aber... Aber? Warte mal, wie ist das denn hier? Ich habe diesen Gebietsboss ja schon besiegt. Das heißt, ich kann hier nicht invasiert werden. Das heißt aber auch, dass ich hier keinen reinrufen kann. Wo müssen wir denn hin? Fragen wir mal so. Wenn du die Treppe hochgegangen bist, ja. Im Prinzip geradeaus durch. Okay. Ach ja, ja, doch, ich erinnere mich, glaube ich. Da war auch... Ne, da war ich... Das ist ja dieser Teich, der dein, deine Ausrüstung kaputt macht. Ist es? An dem du an dem läufst du einfach vorbei. Und dann kommen wir an dieses Tor. Ach, der macht meine Ausrüstung kaputt, das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Ja, das ist ja diese komische braune Plörre da. Ja, die Säure. Für Dienst. Der macht, das Zeug macht zumindest meinen Abend immer kaputt. Punkt. So. Ja, und dann brauche ich das, den, hier, ne, sag schon. Hier, den, ne? Hier.
Wo ist er? Königsring, Dingsbumster. Wie sieht er aus? Öffne das Königstor. Öffnet sich.